Und der Überraschungssieger ist, ja, wir waren auch überrascht, die FDP. Wenn sie ihre Pläne tatsächlich durchzieht und einen CO2-Preis für alles macht, dann würden die Kohlekraftwerke ganz schnell stillgelegt werden und der Klimaneutralität werden wir sehr schnell sehr viel näher. Aber wir bezweifeln, dass sie das auch so tun würde, denn auch die FDP will wahrscheinlich nicht, dass Deutschland ein Stromversorgungsproblem bekommt. Damit bewegt sich die FDP wohl eigentlich eher auf dem vorletzten Platz, was den Klimaschutz angeht. Denn der CO2-Preis ist ihre einzige konkrete Maßnahme.